auf den Weg nach Aachen, liebe Freunde und Freundinnen. Wir machen gerade ein bisschen Pause und ich dachte, ich mache mir mal den Spaß und spiele ein bisschen. Und ich habe schon 21 Gewinn gemacht. Und jetzt habe ich schon wieder Gewinn gemacht. Schaut richtig gut aus. Ich kann jetzt eine Runde Klogang aus. Ja, ich gehe eine Runde Klogang aus. Wie viel ist das jetzt? Komm, weiter geht's. Ich habe 1 Euro reingeschmissen, bin jetzt schon mal 2,10 Euro. Also man muss... Euro bist du schon. Was? 2 Euro, schon mal stein. Oder bei 3 Euro. Naja. Hab ich wieder was gewonnen? Nö. Jetzt wird's schlechter. Jetzt wird's schlechter. Eieiei. Jetzt kommt alles. Ich hab doch 3. Naja, ey, genau. Ich melde mich später wieder, wie viel ich am Schluss gewonnen habe oder verloren habe. Also dann, ciao! Ich bin jetzt 260 Kilometer vor Aachen. Machen jetzt gerade eine kleine Pause. Der Dennis dreht gerade selber für seinen Vlog ein bisschen. Ja, es ist ziemlich arschkalt hier. 5 Grad minus. Hier übrigens das Mobil, das uns nach Aachen bringen soll. Mein schönes Auto. Beziehungsweise schön dreckiges Auto. Und ja, wir machen jetzt gerade eine kleine Pause, an der Raststätte mal die Beine ein bisschen vertreten, ein Rauchen. Der Dennis isst was. Weil ich esse noch gar nichts. Dann mach halt auf und hol dein Essen raus. Nee, und unten? Unten? Ja, genau, da drauf drücken. Und dann, jetzt. Ich muss Dennis erklären, wie der Kofferraumdeckel aufgeht. Ja, ich bin das nicht mehr gewohnt. Und ja, dann würde ich sagen, übrigens noch zu dem anderen Thema, wo ich gerade gespielt habe, ich war zeitweise bei 1 Euro Einsatz bei 4 Euro und habe dann am Schluss alles verspielt. Danke, danke. Und Dennis hat mir eigentlich abgeraten davon, aber naja, kleinen Spaß kann man sich ja mal erlauben. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später wieder. Also dann, ciao. So, wir sind gerade so ungefähr noch, wie weit sind wir auf 150? 152 Kilometer vor Aachen, machen jetzt nochmal eine zweite Pause, gönnen uns jetzt bei was bei Burger King, gell Dennis? Ja, schauen wir mal. Ja, eine kleine Raucherpäuschen hat es jetzt auch noch gegeben. Hallo! Das wird jetzt natürlich auf dem Kopf stehen, ich bin auch so schlau. Hier sehen wir den Philipp, wo er sich die nächsten Punkte einfängt. Philipp, sag mal was, wie ist deine aktuelle Gefühlslage bei dieser Fahrt? Gefühlslage. Die Gefühlslage, die Freude steigt immer mehr und mehr, weil es nur noch, ich glaube, nur wenige Kilometer sind. Bis ja. Hier Jonas und ich zeige mal ganz kurz, Nico. Wo wir jetzt sind. Ich hoffe, man hat es ein bisschen erkennen können, Ecke Wuppertal. Ja, es liegt daran, dass ich so schnell fahre. Ich fahre ja gerade mit 200 über die Autobahn. Ein Blick aufs Tacho sagt viel. Das sind so seine 200. Alles klar.
Und ja, das Maskottchen von Jan Regensburg hängt hier mit so einem Auto. Muss sein, ist mein Glücksbringer. Ja, für wen bist du denn heute? Aachen oder Essen? Ganz klar Essen. Nee, Spaß, Aachen natürlich. Ja, also, er bleibt der rot-weißen Liebe treu. Nein, Spaß. Er ist auch für Aachen. So Leute, wir sind gerade in Leverkusen, die erste große Baustelle, wie man auch sieht. Aber wir fahren jetzt auch gerade an der Bayer Arena vorbei. Man sieht es jetzt gerade nicht, wartet mal. Da sieht man schon den Anfang vielleicht, genau, jetzt ist es zu hell. Da sieht ihr die Bayer Arena. Und ja, wie weit haben wir es noch? 78 Kilometer sind wir in Aachen. So meine Lieben, wir sind jetzt angekommen in Aachen, hier das Stadtschild. Und wir befinden uns wenige Kilometer vor dem Tivoli-Stadion. So, ja. Und mega Verkehr! Ja, wir sehen das auch schon. Ah ne, das ist einfach nur eine Statue. Und ich weiß immer, wo ich hin muss. Auch nicht schlecht. Entschuldigung gerade fürs Ruckeln, aber die Straßen sind hier gerade ein bisschen holprig. Ah, da ist Tivoli. Da ist es. War schon gar nicht schlecht, da ist es. Ja, da sieht man's. Was ist das? Gleich sehen wir es. Auf jeden Fall sieht er schon mal was Gelb-Schwarzes. Kommt mir auch noch vor wie in einem ersten Thumbnail, was ich gemacht hatte. Bei der FM-Karriere. Alter, Leute, fahrt doch irgendwie zu und... Aber wir sehen es gleich. Ich wollte nur Parkplätze. Parkplatz Tivoli. Wir sind gespannt, wann wir... Da ist ein Flohmarkt, guck mal, Dennis, da ist ein Flohmarkt. Grauer und Co. antreffen. So, hier noch einmal ein Blick auf den Flohmarkt. Direkt neben dem Stadion, hat auch mal was. Also falls ihr noch mal hier shoppen gehen wollt, ne? Neben den Spieltagen von Aachen findet auch rechts ein Flohmarkt statt. Zeig mal mich, Dennis. Das ist der Philipp übrigens, der gehört dieses Video, beziehungsweise die Kamera. Wir sehen auch gerade einen Bus wegfahren. Ob Jonas und Co. schon da sind, ich gehe mal von aus, aber... Hast du irgendwie eine Ahnung, wo wir parken sollen? Nein, ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe da gerade nur Parkplatzschild gelesen. Ich war mal lieber einfach den Parkplatzschild und fertig. Wir folgen jetzt den Leuten hier einfach nochmal. Wir folgen den Essen-Fans. Und ich glaube, wir melden uns gleich hier nochmal zurück. Wenn wir den Parkplatz gefunden haben. Oder, nee, warte mal, jetzt fahren wir hier doch nochmal weiter. Vielleicht können wir das Stadion gleich nochmal ein bisschen besser sehen. Aber auf jeden Fall ein schönes Ding. Was den Verein... Wenn möglich, bitte in 300 Metern. Ja, schönen Dank, Navi. Schönen Dank, Navi, dass du mir das unterbrichst hier. So, wir sehen jetzt hier die Einfahrt auf den Parkplätzen. Der Tivoli also, wurde ja neu gebaut vor ein paar Jahren. Jetzt halt die Klappe, du Navi. Entschuldigung, aber ich lasse hier gerade aus. Ich habe schon Stopp gedrückt. An der dritten Ausfahrt verlassen, dann rechts ab Geld, ne? Auf die B57. Alter, wo muss ich? Ich habe kein Geld. Kriegst du von mir dann gleich zurück. Ja, war schon. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also wie gesagt, Geld, beziehungsweise melden uns gleich wieder. So Leute, wir sind endlich da, beziehungsweise wir waren schon gerade eben da, haben den Parkplatz gefunden. Sehr schlau, ich komme da wahrscheinlich nie im Leben wieder raus. Du musst ja voll... Denk nochmal dran, ja? Was? Nein, wir haben hier noch voll geparkt. Da hinten sind Pferde, guck mal, Pferde. Und da ist der Hülse. Aus. Aber du bist am Arsch, richtig, guck mal, wenn jetzt hier auch noch die parken da nicht, die machen Zweierreihe, dann machen sie eine Reihe, dass du fahren kannst, dann machen sie wieder Zweierreihe. Dennis hat schon wieder Bedenken, dass ich wieder mit dem Auto rauskomme. Ja, aber ne? Ich, der Fahrkünstler mit 18, schafft es ja sowieso. Jonas und die anderen, die kommen jetzt gleich, wir haben gerade mit denen telefoniert. Ja, hier ein kurzer Blick aufs Tivoli. Ist unser Block, ne? Block N2 ist unser Block, ja, wir stehen perfekt schon. Direkt vor Block N2, wo wir sowieso hin müssen. Ich habe gerade angerufen, glaube ich. Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich im Stadion mal wieder. Die anderen sind schon da. Die haben nur wo ganz anders geparkt, anscheinend. Jetzt begeben Höse und ich auf die Spurensuche nach Jonas, Nico und André. Die sich angeblich bei Nord, Eingang, Ost A oder so befinden. Wenn ich jetzt nicht verdreht habe. Nordosteingang A. Nordosteingang A. Wo ist Nordosteingang A? Leider nicht, ob wir jetzt im Norden, Süden, Westen oder Osten geteilt sind.
Ich sehe nur, einen rot-weißen Bus, eine Brücke und das riesige Tivoli. Ja, und Autos. Schön zu sehen, hast oder hast du eine Idee? Autos. Abgesehen von Autos. Vor allem, wir kommen da jetzt nicht raus irgendwie. Doch, da kommen wir raus. War schön, dass du erstmal die Jacke kaputt gemacht hast. Bei deinem Auto. Ja, schön, gell? Die Sonne ist sehr überbelichtet gerade. Oder die Sonne überbelichtet gerade etwas. Nordost B. Nordost A. Nordost A. Wir waren also schon richtig. Jetzt müssen wir nur gucken, wohin. Also hier, Eingang Nordost A. Nordost A. Aber wo sind sie? Sie waren schon da, meinte Nico. Ich kann doch nicht übersehen. Ich bin verwirrt, Dennis. Du auch? Ein bisschen. Nur ein bisschen. Also wir waren schon richtig geparkt, aber da ist wieder die Brücke. Das Tivoli. Und natürlich auch richtig geiles Wetter. Richtig schön warm hier in der Sonne. Aber wo sind sie? Ich hoffe, ihr hört es gerade. Essen-Fans singen scheiß Alemannia. Boah, wo sind die? Ich melde mich dann gleich wieder zurück, wenn wir sie gefunden haben. Wir haben sie gefunden! Böse, nicht so! Das ist der Böse. Das ist nicht André, servus. Jonas. Komm her. Oh, die Liebe. Servus, Nico. Oh. Wir haben sie gefunden, wir waren schon richtig. Da ist der Navas, wir kennen schon, Jonas, die Grini und der Grauer, die Legende. Der Niki steht aber mir und der André. Jonas ist, was weiß ich wohin? Ja, da hinten ist Jonas. Mit der braunen Jacke. Dennis und Nico stehen am Getränkestand und es ist einfach richtig geil hier drin. Yeah! Scheiße, da habe ich was verpeilt. Und hier bei der Jonas, ne? Der Typ, der Mr. Putt, der gerade nicht zu geben ist. Dann der Philipp, der hat ja immer so eine kleine Macke schon gehabt. Und sein Nick, der Bruder vom Jonas und der säuft ja hier dauernd. Und die lebende Schalke-Legende. Sachen. Yeah.
die Kamera tun. Digga, voll durch die Kamera tun. Diesmal voll durch die Kamera tun. Es ist vorbei, Aachen hat 1-0 gewonnen. Wir hinter mir sitzt der Niki. Hallo. Hallo. Und neben mir? Ja. Der Dennis ist wieder total verwirrt und wir versuchen gerade vom Parkplatz wegzukommen, aber wie man sieht, staut sich alles. Janni ist auch immer noch dabei. Was kommt schon von mir an? Könnte jetzt auch nochmal zum Beispiel irgendwas. Was kann man? Und ja, da vorne sieht man es. Stau, Stau, Stau. Wie es halt auch so ein Spiel mit 30.000 Zuschauern einfach ist. Wie man auch in meiner Nase sieht, die ist etwas rot. Also es war arschkalt. Ja, wir fahren jetzt zum Hotel. Und heute Abend treffen wir uns dann mit Jonas und Nico. Gehen ein bisschen bowlen, oder? Bowlen gehen wir und dann irgendwo noch weg. Ein bisschen in die Bar oder so.